freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute machen wir mal nichts Süßes, sondern was richtig Leckeres, einen herzhaften Snack. Und zwar machen wir richtig klassische Zwiebelringe. So Zwiebelringe, die man in jedem amerikanischen Restaurant bekommt. Die sind super einfach zu machen, eigentlich sogar relativ schnell und haben gar nicht so einen hohen Aufwand. Und die schmecken meiner Meinung nach sogar besser wie im Restaurant. Ich zeige euch heute wirklich nur das absolute Basic-Rezept. Ihr könnt es natürlich noch aufpimpen, indem ihr zum Beispiel in den Backteig oder auch zu den Semmelbröseln ein paar getrocknete Kräuter dazu gebt. Oder ihr könnt ein bisschen Parmesan auch noch dazu geben, also geriebenen Parmesan noch mit unter die Semmelbrösel geben. Und ja, der Kreativität sind da tatsächlich überhaupt keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt da wirklich Gewürze, sonst was dazu geben. Wie gesagt, ich zeige euch heute das ganz klassische Grundrezept. Und passend dazu machen wir auch noch einen richtig, richtig leckeren Sour Cream Dip. Das Ganze passt wunderbar zusammen und ich würde sagen, ich rede gar nicht lange weiter. Wir legen auch direkt los. So, für unsere Zwiebelringe werden wir jetzt als erstes den Backteig zubereiten. Dazu habe ich mir hier schon mal eine Schüssel bereitgestellt und dazu kommt, also hier kommt jetzt erstmal Mehl dazu, Speisestärke und Backpulver. Und das werde ich jetzt erstmal eben ein bisschen verrühren. Dann kommt da Salz dazu, Pfeffer. Nicht wundern, meine Pfeffermühle ist leider kaputt gegangen, deswegen muss ich mich so ein bisschen behelfen mit fertig gemahlenem Pfeffer. Dann kommt da noch dazu Paprikapulver. Und das wird jetzt auch einmal noch mal kurz mit untergerührt. Dann brauchen wir als nächstes ein Ei. Und Milch. Und das alles wird jetzt zu einem glatten Teig verrührt. So schnell ist der Backteig auch schon fertig. Der muss jetzt allerdings noch ungefähr für 10 Minuten quellen. Das heißt also, wir stellen ihn jetzt beiseite und in der Zwischenzeit kümmern wir uns schon mal um die Zwiebeln und natürlich auch um die Sour Cream. So, wie gesagt, kümmern wir uns jetzt erstmal um die Zwiebeln. Dazu braucht ihr ja so eine große Gemüsezwiebel. Also es ist wirklich wichtig, dass ihr so eine Gemüsezwiebel nehmt und nicht die normalen kleinen, die man sonst immer hat. Und die wird jetzt als erstes geschält. Dazu entferne ich immer unten als erstes die Wurzel. Und hier oben dieses, keine Ahnung wie man das nennt, und dann wird die halt einfach geschält. So, wenn ihr das dann habt, also ich habe das hier nochmal so ein bisschen weiter abgeschnitten, einfach nur, weil bei mir da oben so eine schlechte Stelle irgendwie war, dann schneidet ihr die Zwiebel jetzt in ungefähr 5 mm dicke Scheiben. Und diese einzelnen Scheiben werden dann in die einzelnen Ringe zerteilt. Und als nächstes bereiten wir dann auch schon mal die Sour Cream zu. Und dazu gebe ich mir jetzt einfach in eine größere Schüssel saure Sahne. Zur sauren Sahne kommt etwas Mayonnaise. Dann kommt dazu so ein Spritzer Zitronensaft, Salz und Pfeffer und außerdem brauchen wir noch so ein bisschen Zucker und Schnittlauch. Ich habe jetzt einfach mir tiefgekühlten Schnittlauch genommen. Ihr könnt natürlich auch frischen Schnittlauch nehmen und den dann selber in so feine Röllchen schneiden. Das kommt da auch noch mit dazu und dann wird das Ganze einfach nur miteinander glatt gerührt. So, die Sour Cream ist damit auch schon fertig und die stelle ich jetzt bis zum Servieren erstmal in den Kühlschrank. So, weiter geht's mit den Zwiebelringen. Ich habe jetzt hier den fertig gequollenen Backteig. Also ihr merkt auch, dass der deutlich dickflüssiger wird. Und was ihr dann noch braucht, sind so Semmelbrösel. Und jetzt nehme ich mir einfach so einen Zwiebelring und schmeiße den mir hier in meinen Backteig und ziehe den hier einmal richtig schön durch, sodass der richtig schön überall bedeckt ist mit dem Backteig. Und dann hole ich ihn wieder raus, das geht eigentlich ganz gut in der Gabel und lasse ihn so ein bisschen abtropfen und dann gebe ich ihn hier in
in die Semmelbrösel und dann bedecke ich das Ganze damit. Und wenn dann der Zwiebelring richtig gut mit den Semmelbröseln paniert ist, dann legt ihr ihn einfach beiseite und fährt dann einfach fort mit den restlichen Zwiebelringen. So, als nächstes geht es ans Frittieren. Ich habe mir in der Zwischenzeit schon mal Öl erhitzt in einer Pfanne. Ihr solltet auf jeden Fall so viel Öl in die Pfanne hineingeben, dass die Zwiebelringe wirklich auch schwimmen können. Und das erhitzt ihr dann auf ungefähr 170 bis 180 Grad. Also entweder ihr könnt es mit einem Thermometer überprüfen oder ganz einfach mit so einem Kochlöffel aus Holz. Und wenn ihr dann eben den Stiel hier reinhaltet, dann sollten da eben solche Bläschen aufsteigen. Seht ihr. Das heißt, es hat jetzt die richtige Temperatur. Das heißt, dann können wir da jetzt die Zwiebelringe reintun. Gebt nicht zu viel auf einmal rein, damit das einfach nicht so schnell runterkühlt. Und achtet vor allen Dingen auch darauf, dass ihr das Ganze, also dass das Öl nicht zu heiß ist. Also die Zwiebelringe sollten jetzt auch auf jeden Fall so, ja, so 4-5 Minuten oder so 3-4 Minuten sollten sie auf jeden Fall brauchen, bis sie richtig schön goldbraun sind. Ansonsten, wenn ihr eben merkt, die werden viel zu schnell dunkel, was weiß ich, nach einer halben Minute sind sie auf einmal schon dunkel, dann solltet ihr auf jeden Fall die Temperatur runterschalten. Und die dürfen jetzt hier einfach, wie gesagt, ungefähr 3-4 Minuten vor sich hin schwimmen und eben eine richtig schöne goldgelbe Farbe erhalten. So, und wenn sie dann eben so eine richtig schöne goldbraune Farbe erhalten haben und auch richtig schön knusprig sind, dann holt ihr die einfach raus. Also lasst die kurz abtropfen und dann habe ich hier hinten, das könnt ihr gerade nicht sehen, einfach so eine Auflaufform mit Küchenpapier ausgelegt, damit eben das überschüssige Fett auch abtropfen kann. Und dann können auch schon die nächsten ins Frittierfett. Ja, und fertig sind die super leckeren und vor allem auch super knusprigen Zwiebelringe. So sieht das Ganze jetzt fertig aus. Die sind wirklich sehr, sehr lecker und vor allem auch richtig, richtig knusprig. Und ich finde wirklich einfach gemacht. Also ich kann, ich weiß nicht, ob man das hört. Wahrscheinlich hört man es nicht. Aber die sind halt wirklich sehr, sehr, sehr knusprig. Und ja, dann hoffe ich, dass natürlich dieses Video und auch dieses Rezept euch gefallen haben. Wenn dem so ist, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, dann lasst mir auch gerne direkt ein Abo da. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt schon mal viel, viel Spaß beim Nachmachen. Wenn ihr das Ganze mal nachgemacht habt, dann schickt mir gerne mal davon ein Foto auf meine Facebook-Seite oder auf meine Instagram-Seite. Das ist natürlich wie immer unten in der Infobox verlinkt und dann... Ja, wie gesagt, wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Nachmachen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.